Moin und herzlich willkommen. Schön, dass du eingeschaltet hast. Ja, ich habe gute Laune. Ja, das Wochenende steht vor der Tür. Bei mir ist es gerade freitags. Heute musste ich bis 14 Uhr arbeiten. Danach bin ich nach Hause gefahren und dachte so: Jo, eigentlich hast du Lust auf ein bisschen Abenteuer. Was guckst du dir jetzt schön gemütlich auf dem Sofa an? Und dann kam ein Gedanke, der mich gefragt hat: Warum erlebst du nur das Abenteuer nicht selber? Ja, ich habe kurz nachgedacht. Ja, ich wandere jetzt mal auf den Brocken. Aber warum soll das ein Abenteuer sein? Ja, zum einen ist es bei mir jetzt schon 15 Uhr fast und wir haben es Winter und das nicht gerade wenig. Gerade eben im Auto waren es so 5,5 Grad im Minusbereich und es liegt Schnee. Ihr werdet es gleich sehen. Und wenn du ebenfalls Lust hast auf ein bisschen Abenteuer, dann komm doch mit. So, Freunde, was ein Umschwung. Gerade noch im Arbeitszimmer, jetzt schon am Torfhaus Großparkplatz. Schaut euch mal an, was hier los ist an einem Freitag. Ich möchte gar nicht wissen, was hier morgen los ist. Da findet man ja wahrscheinlich gar keinen Parkplatz mehr. Das ist für mich gerade ein episches Bild, wie es kaum noch schöner geht. So, ich bin jetzt am Eckersprung. Ja, liebe Freunde, vielleicht kennen ein paar von euch diese Stelle. Ja, ich bin jetzt hinterm Eckersprung, laufe jetzt hier hoch zur Brockenbahn. Ist immer so eine kleine Rampe. Aber ich mache es mir ganz gemütlich hier. Hab mir ein paar Nüsse mitgenommen. Ja, warum denn Stress? Einfach langsam hier hocharbeiten und diese herrliche Natur genießen. Wahnsinn. Ja, ich habe die Rampe geschafft. Neben mir verlaufen jetzt nun die Gleise der Brockenbahn. Da war sie nun, die obligatorische Aufnahme der berühmten Brockenbahn. Ich bin mal so frei und gebe meine Meinung dazu ab. Ich bin kein großer Fan dieser Brockenbahn. Mir ist klar, dass sie es auch vielleicht körperlich beeinträchtigten Menschen ermöglicht, den Brocken zu erreichen. Aber da gibt es sicherlich auch andere Möglichkeiten. Ja, ihr habt selber gesehen, wie viel Dreck da oben aus dem Auspuff rausgepustet wird. Ja.
Aber da kann ja jeder seine eigene Meinung zu haben. Ja, liebe Freunde, das wirkt auf der Kamera zwar nicht, aber es wird jetzt langsam aber sicher dunkel. Ich bin seit einiger Zeit ganz allein hier auf dem Weg zum Brocken und das ist eine Stimmung, wie ich sie noch nie erlebt habe. Ja. Normalerweise ist hier Völkerwanderung, was man auch verstehen kann, weil die Natur herrlich ist. Einer der vielen schönen Punkte hier am Harz, keine Frage. Ja. Ich kann es aber sehr empfehlen, mal diese Stimmung zu erleben und auch mal um diese Zeit zum Brocken zu wandern. Alles klar, Zieleinlauf. Mein Gott, jetzt wird's kalt. Geschafft, Alter Heinrich Heine und nicht hier oben auf dem Brocken. Sauber. Ab in die Schutzhütte. Ja, zur Verpflegung. Ich habe so eine leckere Bihun-Suppe mitgenommen. Ich esse die sehr gerne. Die ist so leicht scharf. Und jetzt eine warme Suppe. Ich glaube, es kann nichts Besseres geben. Es wird mir gut tun. Zeit zum Essen. Ja, Freunde, ich habe mir noch eine weitere Belohnung mitgenommen. Ich habe hier einen schönen Glühwein. Ja, der wird mir ebenfalls noch mal warm von innen geben. Und den mache ich jetzt auch schon mal startklar. So, Suppe runter, Glühwein rauf auf das gute Feuer. Ich habe gut gegessen. Es ist so kalt, dass ich sogar schon Husten kriege. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Ich habe irgendwie mein Thermometer nicht dabei. Und in meinem Handy sind nur noch 8%. Das hat sich auch entladen. Es muss unglaublich kalt sein. Also, ich trinke jetzt noch meinen Glühwein. Und dann werde ich zusehen, dass ich langsam und gemütlich wieder den Heimweg antrete. Auf euch! Alles klar, ich habe mein kleines Iglo wieder verlassen. Mittlerweile ist es zugezogen. Ihr seht den Nebel. Es ist eisig. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Es ist eine sehr trockene Kälte. Am Körper ist mir gar nicht kalt. Aber wenn ich einatme, muss ich husten, weil der Atem da ist schon kondensiert. Es ist so ein bisschen wie Wasserpfeife hier am Dampfen. Okay, ab hinunter. Freunde, ich bin hier gerade am Abstieg. Es ist ein eisiger Wind aufgekommen. Eisig. Vorhin bin ich hier im Windschatten hochgelaufen. Jetzt ist ein richtig kalter Wind. Richtig facelifting, aber vom Allerfeinsten. Es wird gerade schon zu einem richtigen Abenteuer, so wie ich es wollte. Oh, ich habe das Gefühl, meine Augen tränen und dass mir die Tränen an der Wange gefrieren. Okay. Es wird jetzt immer extremer. Ja, ihr seht zwar auch nichts, ich sehe auch nicht viel mehr. Es ist total der Nebel jetzt aufgekommen. Das Gefühl, wir haben jetzt hier einen Wetterumschwung. Ohne Lampe kaum noch den Weg zu erkennen, trotzdem Schnee. Also das ist jetzt eine andere Liga quasi.
Und man muss verdammt vorsichtig sein, weil hier sind überall so kleine Löcher. Und deswegen langsam nach unten arbeiten. Diese Erfahrung ist sehr spannend, die ich hier gerade erfahre. So eine Situation habe ich noch nie erlebt. Aber ich habe das Gefühl, dass diese Situation kalkulierbar ist. Also ich fühle mich jetzt überhaupt nicht überfordert oder sowas. Es geht. Mir geht es sehr gut. Es macht Spaß sogar. Es ist ein ganz komischer Zustand, den ich gerade erlebe. Ist wahrscheinlich auch so ein bisschen Adrenalin dabei, klar. Aber mir geht es sehr gut und ja, sammle quasi Erfahrung. Ich bin hier gerade wieder an den Bahngleisen der Brockenbahn. Es ist so Wahnsinn. Oh mein Gott, es ist so ein Wind mit Nebel und leichten Schneeflocken, Nebel, ach keine Ahnung, der Nebel kristallisiert. Und vor mir nun das Signal der Brockenbahn, es zeigt auf Rot. Ich habe meine Stirnlampe im Übrigen auf der geringsten Position, damit ich hier nicht in irgendein Loch falle. Und Entschuldigung. Und damit ich so lange wie möglich Licht habe, natürlich. Okay, hier nochmal ein Signal und ich weiß jetzt auch, wo ich bin. Hier ist jetzt der steile Abstieg. Oh, ich könnte es nicht so gut sehen. Ach, ich versuch's mal. So, hier ist jetzt der steile Abstieg runter Richtung Eckersprung. Okay, langsam nach unten arbeiten. Oh, ich weiß, dass ihr mich kaum seht, aber ich möchte dennoch bisschen meine Gedanken aufsprechen. Ja. Ich mache gerade eine Erfahrung, die so spannend ist. Ja. Denn eigentlich ist es ja keine normale Situation, dass ich jetzt hier durch den eingeschneiten Harz laufe, aber dennoch finde ich es sehr erstaunlich, wie dieser Körper mitmacht. Ja. Und dass das noch irgendwie tief in unseren Wurzeln schon drin war. Und unsere Vorfahren ja ebenfalls solche Szenarien durchaus erlebt haben und dass uns das irgendwo auch geprägt hat. Sehr, sehr spannend. Sehr spannend. So, hier haben wir wieder eine Kreuzung. Kaiserweg. Torfhaus 2,5 Kilometer. Ja. So spannend diese Erfahrung auch ist. Langsam fragt der Körper, Mensch, Junge, wie lange willst du das noch machen? Ich habe das Gefühl, dass die Kälte die Energie aus meinen Oberschenkeln hinauszieht. Ja. Es fühlt sich nicht an, als ob ich mal kurz eine Feierabendrunde vom Torfhaus zum Brocken gemacht hätte. Also vom Muskel her fühlt sich das nach viel mehr an. Aber weit ist es ja nicht mehr. So, hier kommt jetzt eine Straßenlaterne und ich habe das erste Haus erreicht. Da sitzen sie gemütlich drin, die Herrschaften. Sieht sehr gemütlich aus. Aber ich habe es nicht mehr weit. Ja, ich habe es geschafft. Hier nun die ersten Häuser. Torfhaus hier. Oh, ich muss euch noch mal ganz kurz was erzählen. Gerade eben ist was vorgefallen, das war ja so kurios. Ja, so auf der Endspurt gerade im Wald höre ich es auf einmal hinter mir poltern und wie auch immer. Ich drehe mich um, sehe eine Lampe und ja, dachte Fahrradfahrer, ja, okay. Aber nee, es war ein einzelner Skifahrer, unheimliche Geschwindigkeit drauf gehabt, sehr sportlich, haut sich quasi vor meinen Füßen total auf die Nase. Und das war so eine unmögliche Situation. Ja, guten Abend. Kann ich Ihnen helfen? So schnell, das konnte ich gar nicht sagen. Steht auf, fährt weiter und tschüss. So. Das war so eine komische Situation, das wollte ich nochmal erwähnt haben. Ja, auf jeden Fall, ich bin hier zurück.
ja, mein Auto ist nicht mehr weit und das kleine Abenteuer, was ich mir gewünscht habe, habe ich auch bekommen. Ja, an all diejenigen, die jetzt noch mit dabei sind, schön, dass ihr mit dabei gewesen wart. Ja, das war eine ganz besondere Erfahrung für mich und wenn ihr Bock habt, seid das nächste Mal wieder mit dabei, würde mich freuen. Macht's gut!